Jetzt, Steffi. Oh mein Gott. Ey, Steffi, du traust du jetzt auch. Bella, unser Retter. Hast du gut gemacht, Bella. So ist fein. Hallo meine Lieben, ein neues Follow Me Around für euch. Yay, ich freue mich voll. Heute feiern wir nämlich den Geburtstag von meiner Schwester. Und zwar trinken wir Kaffee und essen Kuchen bei meinem Bruder und die Geschenke packen wir dann bei uns zu Hause aus. Ich nehme euch dazu wieder eine Runde mit. Allerdings sind wir jetzt nochmal raus mit den Fahrrädern. Wir sind hierher gefahren, die Kinder spielen gerade Fußball und die Bella, die war schon fein im Wasser. Da liegt sie, die kleine feine Bella. Da ist sie und da ist mein Fahrrad. Und ich muss dann jetzt noch einkaufen. Und ja, Ostern steht vor der Tür. Ihr seht das Ganze ja dann am Sonntag zu Ostern. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich finde die Tore so cool. Da sind sie, unsere Tore. Eins und zwei. Also das sind die Pfosten. Und die Bella geht schon wieder ins Wasser. Okay, tschüss Bella. Bella, komm her. So ist fein. Oh, da kommt der Ball. Yeah. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you do? I waited so patiently, but you don't seem sorry. I seen a little DM, trying to make some plans. Now come on baby, later in the PM, hope that you would understand. I think that if you get to... Bella, unser Retter. Bella hier! Hast du gut gemacht, Bella! So ist fein. Oh Gott. Ja, wenn wir die Bella jetzt nicht gehabt hätten, ne? Ja. So, und jetzt fahren wir wieder. Okay. Also, Bella voll bereit. Nicht. Ich muss jetzt mit Lassies Fahrrad fahren, weil der Luki gern meins wollte. Da ist die Bella. Okay. Ich freue mich schon auf unseren Berg. Nicht. Oh Mann, das wird voll anstrengend. Na, Lassie? Ja. Egal, schaffen wir. Auf jeden Fall. Schaffen wir. Bella? Kommst du, Bella? Ja. Kommt sie? Ich glaube, sie kommt, oder? Das habt jetzt nur ihr gesehen. Ich habe nämlich einfach nur die Kamera umgedreht. Okay, hier der erste Berg. Hilfe! Okay, der ist aber echt nix zu dem, den wir zu Hause haben. Gut, geschafft. Geschafft mit einer Hand. Kommt die Bella? Bella! Bella, komm! Bella, komm, du Feine! Der Alessandro wollte nämlich sein kleines Fahrrad mitnehmen, damit er Wheelies machen kann. Ja. Und da hätte der Luki eigentlich das vom Alessandro nehmen müssen. Ja. Aber das wollte er nicht. Er wollte lieber meins. Na toll. Aber mein Mann hat mir den Sattel hier höher gemacht. Magst du mal einen Wheelie machen? Und da ist er, der Wheelie. Wir sind zurück vom Fahrradfahren und ich habe ganz schnell noch ein paar Sachen gekauft für die Osterkörbe meiner Kinder. Die hier habe ich mitgenommen bei DM, da hat eins gekostet, 2,45 Euro meine ich. Ja, finde ich eigentlich total okay. Die sind nämlich richtig schön robust. Die kann man noch verwenden im Nachhinein, zum Beispiel zum Dekorieren auf der Terrasse oder so. Kann man bepflanzen zum Beispiel. Also die sind richtig toll. Hier sind die Süßigkeiten. Allerdings kann ich das jetzt nicht vorbereiten. Das werde ich dann heute Abend machen. Wir sind ja jetzt eingeladen bei meinem Bruder zu Kaffee und Kuchen, hatte ich euch ja erzählt. Wir feiern jetzt den Geburtstag von der Steffi. Da werde ich jetzt allerdings nichts mitfilmen. Wir sehen uns dann gleich hier wieder, wenn die Steffi ihre Geschenke auspackt. Ich hoffe, sie freut sich über die Geschenke. Ich nehme euch da natürlich wieder mit. Und das mache ich dann heute Abend. Ich kann euch dann auch gerne zeigen, wie das dann aussieht. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, bis später. Wir sind jetzt wieder zurück. Schön war es bei meinem Bruder. Und vor allen Dingen total lecker. Ich muss mich jetzt allerdings total beeilen. Ich habe die Steffi nämlich jetzt unten im Auto gelassen, damit ich hier noch kurz Zeit habe zu dekorieren. Ich habe noch ein paar Luftballons vorbereitet und noch so ein paar Streuartikel und so weiter. Das mache ich jetzt ganz geschwind, damit die Steffi endlich ihre Geschenke auspacken kann. Die Steffi packt jetzt Geschenke aus. Yay! Allora. Allora.
Was willst du zuerst auspacken, Steffi? Okay. Che non so proprio cos'è. Ja. Ich weiß, was drin ist, Steffi. Ja, ich weiß auch. Non piangere. No, non piangere. Oh. Ti piace? Non lo so cos'è. Ah, so. Wow. Ti piace? Tantissimo, grazie. C'è anche in Rose Gold? Io ce l'ho in Rose Gold. No, però mi piace più questo. Yeah. Yay, das sind die neuen von Daniel Wellington. Ti piace? Tantissimo, grazie. Ok, dann haben wir noch das hier, Steffi. Che c'è scritto? Oh, no. Schämt sich. Ok, los geht's, Steffi. Era là vicino. Ja, yeah, yeah. Das war da drauf. Guarda. Mm-hmm. Oh. Ti piace? Ja. Yeah. È un bracciale. È bellissimo. Silber. Full of silver? Ja. Yeah. Und was ist da drin, Steffi? Non lo so. Oh. Perché vedi, la chiave porta fortuna e il coso. Questa è una collana? Sì. Come si chiama questo in italiano? Lucchetto. Lucchetto. Okay. Ah, per mettere nella mia valigia. Also ein Schlüssel. Schlüssel bringt in Italien immer Glück. Und hier noch so ein, wie heißt das auf Deutsch? mir fällt es gerade nicht ein. Aber das ist so eine doppelte Kette. Holen Sie mal raus, damit ihr sie besser sehen könnt. Ja. Così. Sì, vedi, a due. Genau, guck. So trägt man die. Gefällt es dir, Steffi? Ja, bellissimo. E mo apri questo. Ich habe euch ja erzählt, dass ich das ganze Jahr über für die Steffi Geschenke sammle und ich habe das nicht alles auf einmal gekauft. Ne? Ich will jetzt nur mal ganz kurz dazu sagen, weil, ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh mein Gott, was bekommt die alles, ne? Aber ich sehe sie ja wirklich nur einmal im Jahr. So, jetzt bin ich gespannt, was sie jetzt sagt. Che cos'è? Sie weiß es noch nicht, was drin ist. Ah, una piastra. E vedi. Kann sie sich jetzt nicht so gut vorstellen, was das sein könnte? Ja. Che può essere? Una piastra. Oh no. Ja, ich weiß nicht. Mach's mal auf. Doch. Ich weiß nicht, was drin ist. Ma questa è una piastra speciale. Wow. Ja, jetzt musst du noch gucken, was da steht, Steffi. Sie hat es noch nicht entdeckt, okay? Die Steffi, hä? Guck mal, was da drauf steht. Oh! Ti piace? Die Steffi ist nämlich ganz viel unterwegs, weil sie verreist ja viel und also beruflich, ne? Sie ist ja Stewardess und sie verleiht dann immer ihr Glätteisen an ihre Kolleginnen und so weiß jetzt jeder, dass es der Steffi gehört. Ja. Der Stefania. Stefania heißt sie nämlich eigentlich richtig. Ja, gefällt's dir, Steffi? Ja. Sie hat mich nämlich gestern noch gefragt, ob ich mit meinem Cloud9 Glätteisen zufrieden bin, weil sie hat ein GHD. Und da habe ich gesagt, es gibt nichts Besseres, ja, als Cloud9. Aber das habe ich euch ja auch schon super oft erzählt. Und das ist auch so eine Aufbewahrung, Steffi. Mhm. Das kannst du dir immer mitnehmen. Da hast du nochmal sowas dabei, schau. Mhm. Gut, ne? Ja. Ach ja, und jetzt muss der Lassie noch kommen und das hier aufmachen. Yay, das machen wir jetzt zusammen. Gefällt dir der Luftballon für die Steffi? Ja. Ist voll süß, ne, Steffi? Ja. So, jetzt machen wir aber dieses Ding hier. Das da. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Lui, fate tu? Ja. Okay, mach du so. Devi girare. Sì, devi girare. Forte. Non funziona? No, das war leer. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Leggi. Spara coriandoli, lanci coriandoli. Vabbè, ok. Lo spara coriandoli è perfetto per eventi. Per eventi? Es ist super für Events, weil die Steffi ist ja... Ma non dice le istruzioni. Vabbè, forse vedi, devi fare con la... Ja, ma... Fai forte. Non funziona. No, giuro. Ma non è che bisogna scartare. Non lo so, ancora si rompe. Ja. Ok, wir machen es jetzt einfach kaputt. Kriegst du es hin, Steffi? Okay, jetzt. Jetzt. Jetzt, Steffi. Ah! Oh mein Gott. Ey, Steffi, das räumst du jetzt auf. Guarda, che casino. Oh mein Gott. Schau dich die Wand an. Hier auf dem Ding sogar. Hilfe.
Oh, aber das war süß. Laut. Laut war's. Ja. Was hat denn das gekostet? Das habe ich, das hab ich beim Teddy, das habe ich beim Teddy oder so gekauft, ne? Aber richtig cool. Ja, das war super. Das kaufe ich nochmal für den Geburtstag. Aber dann machen wir es draußen, Steffi, nicht hier drinnen. Jetzt macht sie natürlich noch ein Bild, die Steffi. Steffi, du musst das dann alles wegräumen, ne? Ja. Guck mal, sogar da oben. Oh Mann. Was für ein Chaos. Da hinten. Hilfe. Hilfe. Aber das ist doch voll schön, oder? Und zwar gibt es bei Basler, wollte ich euch auch noch dazu sagen. Und zwar ist es im Moment so eine Aktion. Ihr könnt es kostenlos jetzt noch im April dazu bestellen. Und ja, finde ich richtig, richtig schön, wenn man das einfach personalisieren kann. Ne? Wenn ihr was von Cloud9 bestellt, eben wie gesagt bei Basler Beauty, da könnt ihr mal vorbeischauen. Und zwar diese Gravuraktion ist bei Cloud9 eben jetzt kostenfrei im April. Im Mai wird das Ganze dann 10 Euro kosten. Ich finde ja so personalisierte Geschenke immer super personalisiert. Persönlich. Ich mag das einfach wahnsinnig gerne und da könnt ihr wirklich mal vorbeischauen. Ich schreibe euch alles dazu unten in die Infobox. Einfach ja, so eine liebe Botschaft mit Sondersymbolen zum Beispiel könnt ihr auch machen. Und ja, ich liebe es einfach. Und ich glaube, die Steffi hat sich auch wahnsinnig drüber gefreut. Und jetzt müssen wir das ganze Chaos hier mal beseitigen, Steffi. Oder? Was meinst du? Ja. Hilfst du mir? Da ist sie, die Steffi. Die muss mir jetzt helfen, ne? Okay? Puliamo? Begeisterung. Die Steffi möchte jetzt ihre Uhr anziehen. Ich hatte euch das ja schon in meinem letzten Video gesagt. Und zwar habt ihr dieses Teilchen hier dabei. Geht so rein, schaut und dann könnt ihr das hier aufmachen und verstellt euch die Größe, wie ihr es dann braucht. Ne? Das ist übrigens meine in Rose Gold. Hatte ich euch auch schon gezeigt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie es der Steffi am besten passen würde. Aber es ist wirklich sehr, sehr einfach. Man muss es nur wissen, wie es geht. Wir haben das gerade erst gecheckt. Ne? Die Ketten, die kann man auseinandernehmen. Ich dachte, das wäre eine Kette. Aber das sind dann zwei. Also man kann zwei draus machen. Man kann es natürlich auch zusammentragen. Aber die Steffi hat das jetzt gerade auseinander gemacht. Sieht auch schön aus. Kann man entweder die eine tragen oder die andere. Das habe ich gar nicht gecheckt. Aber meine Schwester hat es mir gerade erklärt. Danke, Steffi. Bitte. Spät am Abend. So sieht das jetzt aus. Das ist aber wirklich nicht alles für meine Kinder. Hier habe ich noch zwei. Die sind nämlich für meine Patenkinder. Und ja, das ist die Wahrheit, ne? Hilfe, wer hilft mir? Die Steffi hat jetzt alles ausgepackt und wir haben auch die ganze Sauerei auf dem Boden weggeräumt. Es war ganz schön viel, ne, Lassie? Ja. War aber lustig mit dieser Bombe, die ja. Uns da. Sehr schlecht. Ja. Genau, also die Steffi hat sich total gefreut. Ich habe jetzt hier auch alles eingepackt soweit. Hatte ich euch ja erzählt, dass ich das noch machen muss. Und ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, dass die Kinder diese Eier hier dann separat suchen im Garten. Die werde ich dann verstecken. Und dann bekommen sie eben noch diese Teilchen hier. Dieses kleine Osterhäschen hier hat seine Ohren verloren, weil Fußball gespielt wurde hier. Obwohl wir das ja nicht dürfen, ne? Der Lucky war's. Okay, gut. Also, wir verabschieden uns, wünschen euch ein wunderschönes Osterfest heute. Esst schön lecker, feiert mit euren Lieben, dann morgen auch zum Ostermontag. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Donnerstag wieder im neuen Video. Bis dann. Ciao. Yeah. I've been trying to take my eyes off you. Oh, girl, it